Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Heute gemeinsam hier mit dem Hussein und wir sind gerade noch auf dem Weg nach Hannover, wo wir gleich abladen werden. In 136 Kilometern. Ja, wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon gesehen habt, und ich habe einen kleinen Zwischenstopp, weil ich eine Lieferung dort abgeben musste. Und ja, jetzt fahren wir weiter Richtung Hannover. Hatte mal gerade ein paar schöne Bilder gemacht. Ich habe getankt. Genau, hast die Zeit direkt sinnvoll genutzt. Und wie wir ja schon am Anfang angesprochen haben, das wird eine Nacht. Also wir fahren jetzt schon. Und wenn man wirklich in den Himmel schaut, das ist echt... Ja, also es ist... Sieht ja ganz cool aus mit den Sternen. Ja, wobei es ist irgendwie noch nicht ganz dunkel, ne? Kann das sein? Nee. Oder wirkt das nur so? Mach mal das Licht aus. Nee, also doch, da ist, irgendwie ist das noch so blau, ne? Als wäre irgendwie so Vollmond oder sowas. Kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja ein paar Wetterexperten in den Kommentaren. Warum? Ja, genau, die vielleicht ein bisschen mehr wissen als wir. Ja, so meteorologische Experten. Ja, das Einzige, was ich weiß, Cumulus, Cumulonimbus, Nimbus Stratus, das sind die einzigen drei Gewitterzellenarten, die ich kenne. Mehr weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich durch X-Plane, ne? Ja. Ja, siehst du mal, ne, da sagt mir mal einer, man kann nichts lernen bei X-Plane. Also, ne? Stimmt. So Simulationen können einem wirklich, wirklich helfen dabei. Aber das finde ich auch cool, X-Plane fördert. Oder ich habe jetzt zum Beispiel so einen Eignungstest gemacht für eine Flugschule, der ging online, also den haben wir online-mäßig gemacht. Mhm. Und normalerweise, du kennst ja, ich glaube, du hast mal gehört, was das für Durchfallquoten sind. Ja, ja, die sind ja immer recht hoch eigentlich. Und ich habe nur durch den Wissen von X-Plane, also ich habe X-Plane wirklich mein Wissen verlangt, habe ich den Test bestanden. Und das hätte ich X-Plane nicht gespielt, hätte ich die Sache nicht gewusst. Ja, ja. Wird gefragt, wie, was ist ein Elevator? Andere so, das ist doch der Fahrstuhl. Ja, oder was ist das mit unterm Überdruck an den Flügeln? Wie funktioniert das? Aber, nee. Also wirklich, X-Plane ist einer der lehrreichsten, informativsten und zugleich einer der Spiele, die sehr viel Spaß machen, die ich kenne. Ja, vor allem halt, weil die Cockpits halt auch auf Englisch dann sind. Da lernt man auch sehr viel Fachvokabular natürlich. Oder die Checklisten jetzt zum Beispiel. Ja, ja genau. Also das ist dann auch so dein berufliches Ziel dann irgendwann mal. Also ich habe jetzt vor, erstmal mein Fachabi zu machen und davor eine Ausbildung. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, ja. Weil Pilot ist ja, wie manche wissen, kein anerkannter Ausbildungs... Ja, ja, genau. Und dann habe ich vor, erstmal eine Ausbildung zu machen im Bereich Versicherung. Damit ich was Gutes habe im späteren Leben. Und wenn das dann nicht klappt mit dem Piloten, will ich dann BWL studieren und ja. Also ich muss... machen, dann was probieren mit dem Piloten, also mit Pilotausbildung, Linienpilotenausbildung. Wenn es dann klappt mit dem Piloten, mit der Piloten, bin ich sehr zufrieden, weil das ein Traum ist. Wenn es nicht klappt, jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe eine Ausbildung, ich habe Abitur, wenn es bis dahin klappt. Ja, weil das ganz Schlimme ist, du kannst bei diesem Beruf, wenn du mal irgendwie da diese gesundheitlichen Sachen nicht mehr erfüllst, direkt den Job verlieren. Eben. Und das weißt du nie. Und dann hast du halt, keine Ahnung, mit 40 keinen Job mehr, hast nichts anderes gelernt. Ja, das ist, Pilot ist quasi wie ein Führerschein. Ja, und Die Lizenz kann dir so entzogen werden. Ja, und dann hast du nichts, gar nichts. Und du kannst auch nirgendwo hingehen und sagen, du bist Pilot. Das ist so speziell. Ne, wenn du irgendwo anders arbeiten möchtest, da braucht man dieses, ich kann einen A320 oder eine 737 fliegen ja nicht. Da bräuchtest du halt noch eine andere Ausbildung. Und wenn man dann eine eben hat, dann ist das Gold wert, weil dann hast du auch eine Absicherung. Das ist extrem wichtig in der heutigen Zeit, wie ich finde. Was man aber machen könnte, ist Fluglehrer. Das könnte man eventuell noch machen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man dafür auch noch die Medical stand. Hier rechts müssen wir abfahren übrigens. Ja. Du, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber, uch! Oh Gott. Oh Gott. Was war das denn gerade? Oh. Oh Gott. Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall der sicherste Weg. Direkt, ja. Ne, nur zu einer Flugschule, das sagen ja auch sehr viele Leute, das ist halt
mit einem Risiko verbunden, ne? Wenn es mal irgendwann mal nicht mehr klappt. Rechts ab. Ja, am Ende wird die Lizenz entzogen oder man schafft das nicht. Dann hat man erstmal einen Haufen Schulden mehr. Man hat keine Arbeit, um den abzubezahlen. Und man hat allgemein keinen Job, Geld zu verdienen. Ja, ne? Das ist natürlich. Also an die Leute, die vorhaben, Pilot zu werden, macht eine Ausbildung. Und dann, wenn alles klappt, wenn ihr wirklich dieses informative Vermögen habt, wenn ihr überhaupt die Lust daran habt, die ganze Zeit zu lernen, dann müsst ihr wirklich 2 Jahre durchlernen. Also da gibt es, glaube ich, echt sehr wenige Tage, wo man das nicht macht, wo man nicht lernt. Ja, wobei, das muss man natürlich auch bei Ausbildungen oder auch bei einem Studium natürlich auch. Aber ich glaube, ja, ne, bei Pilot ist das natürlich teilweise, gerade wenn diese großen Prüfungen sind, natürlich dann auch noch ein Riesendruck noch zusätzlich. Eben. Und alles auf Englisch. Also wenn ihr kein Englisch könnt, oder was heißt kein Englisch könnt, wenn ihr kein richtiges englisches Sprachvermögen habt, dann würde ich es lassen. Oder was heißt lassen? Ich würde es lernen. Ja, das ist sehr wichtig, ja. Wo bist du denn? Ich komme, ich bin an einer Ampel noch stecken geblieben. Ach so. Weil die Sache ist, es kann ja sehr gut sein, dass du dann meinetwegen auch im Ausland arbeitest für eine Fluggesellschaft, die ganz woanders ist. Eben, zum Beispiel in England, Amerika. Ja, weil du musst ja dann, wenn du dann fertig bist, ne, musst du einfach dann nehmen, was du bekommst. Und dann ist es meinetwegen in Frankreich und dann kannst du zwar kein Französisch, aber Englisch. Das ist halt egal, wo du dann arbeitest, halt sehr, sehr, sehr wichtig. Spätestens da braucht man's. Ich bin kurz mein LKW reparieren, Tim, ne? Also. Jo, ich pack kurz ein. Ne, das ist aber eben extrem wichtig. Englisch braucht man überall. Also wenn man Informatik macht, dann ist Englisch wichtig. Wenn man irgendwie geschäftliche Sachen macht, ist das sehr oft auf Englisch. Oder wie gesagt, ne, wie Hussein sagte natürlich, was bin ich da für ein Trottel? Ich bin auf dem falschen Verladehof gefahren. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob du das wusstest, aber wenn man in Ausland arbeitet, bei Fluggesellschaften, muss man eine Class 4 English Certification haben. Du musst so einen speziellen Englisch-Test machen und wenn du den nicht bestehst, kannst du bei den meisten ausländischen Airlines halt nicht anfangen. Ja, zum Beispiel bei Emirates habe ich mich nicht, weil das eigentlich eine Traum-Airline von mir ist oder eine Gesellschaft, wo ich gerne anfangen möchte. Und da braucht man diese Class 4 Certification. Ja, das heißt, die erwarten nicht nur Englisch, sondern dass du auch gut Englisch kannst eben schon. Ja, eben. Ne, das war ja, was ich eben sagte, auch für da ist das eben wichtig und dann nicht nur so rudimentäre Englischkenntnisse. Hello, my name is Tim und yes, mehr geht nicht, ne? Also musst du schon ein bisschen mehr dann sein, ja. Dieser neue Blinker-Sound, der ist recht laut, fällt mir gerade auf. Ja. Aber ist im echten Leben auch so, also. Oh, also ich im Auto ist ja nicht so laut. Muss ich hier rein jetzt? Ach du meine Güte. Ach das, du das Gott. Ist sehr eng dort. Okay. Tramery. Du, ich glaub nicht, dass. Uch! Oh Gott. Du hörst schon irgendwie, du verpasst hier was. Ich was? Hussein, helf mir! Also über diese LKW-Fahrkünste möchten wir nochmal sprechen. Aber wobei, mal gucken wir mal. Du musst mal sagen, passt das? Oder schramm ich da jetzt gegen? Boah, nee, fahr. Ich schau mal nach. Kannst fahren. Nee, passt. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Boah, das ist ja hier Millimeterarbeit. Du, das passt ja auf den Zentimeter genau. Also ich fahre da mit 30 km/h durch, also. Ja, also damals war ich hier öfters, nur wir waren schon lange nicht mehr bei Tramery. Du hättest den Ding einlösen müssen. Vorne an. Jetzt bin ich jetzt vorbeigefahren. Ja. Oh, Manometer. Oh, gut, dass du das sagst. Ich stelle mich jetzt mal kurz irgendwo hin, um dieses Spektakel mal anzuschauen. Ach, das heißt, ich muss hier wieder halb mit dem Auflieger rausfahren jetzt hier. Och, nee. Um Gottes Willen, jetzt bin ich gerade drin, jetzt muss ich wieder raus. Da steht ja dann halb auf der Straße, das Ding hier. Was ist das denn für eine Konstruktion? Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ein Architekt, Tim. Ich glaube, er hat dieses Gebäude. Ein Verladehof-Ingenieur oder so. Ja. Machen das sich eigentlich auch zu Bauingenieure? Also, es gibt ja verschiedene Ingenieure. Bauingenieur.
Informatik-Ingenieur, glaube ich, war das, oder? Ich weiß es gar nicht. Korrigiert mich bitte, wenn ich da was Falsches habe, da mal mitbekommen, dass es sowas gibt. Wir müssen jetzt hier erstmal das Ding komplett drehen. We have to turn the thing erstmal, so. You have to turn the trailer. The trailer will be turned now. So, und jetzt? Pass auf, nee, Moment. Weil anders geht das nicht. Da vorne kannst du ja so nicht drehen. Zumindest ist hier vorne das ein bisschen günstiger. So, wir machen noch die Warnblinkanlage an. Holt die Kinder von der Straße. Herr Pictures parkt jetzt ein. Wo musst du denn einparken? Sag nicht, wo ich da stehe. Ja, hier vorne so längs. Ja, genau da, wo du drin stehst. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, ich dachte, das wäre hier, wo der Kollege hier gerade reinfährt, aber das ist tatsächlich hier vorne. Jetzt fährt er noch durch ins schnell. Ich habe deine Parkstelle schon mal vorgewärmt. Ja, genau, das ist sehr, sehr nett von dir. Sehr aufmerksam. Oh, meine lieben Damen und Herren, dort sehen Sie eins Tim, was einen Auflieger von NBFC einparkt. Rückwärts sieht es sehr smooth aus, muss ich sagen. Ja, also man merkt, das sieht souverän aus, ne? Sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Selten jemanden so gut einparken sehen wie dich, Tim. Jetzt im Ernst, oder was? Ja, das meine ich jetzt wirklich ernst. Okay. Ich bin schon mit vielen gefahren, aber die meisten haben echt so schlecht eingeparkt, davon will ich gar nicht reden. Okay, vielen Dank. Ja, also ich muss sagen, das hat auch gar nicht so schlecht geklappt. Das Problem ist halt, du musst halt rechtzeitig drehen, um hier reinzukommen, ne? Also das ist wirklich, das haben die echt blöd gemacht hier. Aber ich denke mal, das ist ja wirklich, um eine Herausforderung zu haben. Aber da bin ich auch dankbar, weil nur hier reinfahren und dann hier vor die Wand stellen, das kann ja, denke ich, jeder. Ach, jetzt leuchtet sogar das Warndreieck im Cockpit. Ich würde sagen, wir können zum Abschluss eigentlich noch zum Hotel wieder fahren. Ist hier ein Hotel? Ich folge dir einfach. Weiß ich nicht, ich hoffe mal, ne? Ich glaube, jede Stadt hat ein Hotel, oder? Das also finden wir jetzt Stadt raus. Moment. Also wenn unsere Stadt, dann bleib mal bitte dort vorne stehen am Eingang. Ich muss noch hier rauskommen. Du musst dich noch hier befreien aus diesem Innenhof. Aber der ist so eng, wirklich, also wahr. So, jetzt kommt er. Jetzt kommt er, Achtung. Aber du bist doch hier ganz schön sportlich raus, ne? Ohne zu gucken. Nachher wäre ich da gerade nochmal vorbeigefahren. Da ist so wumps mich hier in einzelne Teile gefahren. Ich habe da noch ein Stoppschild mitgenommen. Ups. Hast du wirklich ein Stoppschild mitgenommen? Nein. Ja, weil da war ja wirklich eins. Ich doch nicht. Hier ist es, Hotel. Hotel Pictures. Genau, das Hotel. Das ist genau dasselbe, was wir in London hatten. Ja, das ist mitgekommen, ne? Oder man kann das sagen, es ist die gleiche Kette. Das haben wir mit teleportieren lassen. Ich weiß nicht, es gab so eine Sendung, da haben die wirklich Häuser mitgenommen. Ja, also das geht natürlich. Das wäre auch hier für ETS mal cool, irgendwie so ein Hausschwerlasttransport, also so ein richtig großen Schwerlasttransport. Das fand ich so, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, als wir umgezogen sind, Mama, können wir diese Leute da aber auftragen, die unser Haus nehmen? Einmal auf. Ja, also das geht natürlich mit einem massiven Haus nicht, ne? Aber wenn du das so konstruierst, dass man das irgendwie aufladen kann, dann kann das natürlich nicht mit einer Bodenplatte im Boden drin sein, ne? Das kriegst du natürlich die brauchen dann... Die brauchen schon ein stabiles Untergeschoss, Unterwerk. Naja, aber das, wenn du das natürlich hier richtig einpflanzt hier in den Boden, dann kriegst du es ja nicht mehr raus. Das klingt so komisch, ne? Genau, das sind unsere beiden Hupen hier. Also man muss sagen, da hat sich wirklich einiges getan. Ne? So, Motor ist aus. Und damit sind wir jetzt hier tatsächlich erfolgreich angekommen in Hannover mit einem kleinen Zwischenstopp in Düsseldorf. Ja, war auf jeden Fall, fand ich sehr interessant, war eine sehr schöne Fahrt, sehr spannend. Hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, Hussein. Das hat mich auch sehr gefreut, danke Tim. Und danke, dass wir keinen Unfall gebaut haben. Ja, das hat wirklich super geklappt. Wir sind hier ohne Probleme hingekommen, haben uns sogar gar nicht verfahren, wären nur am Ziel leider in der Einfahrt stecken geblieben. Ja, das stimmt. Aber es hat geklappt. Jetzt haben wir leider keinen Helikopter mehr. Es ist jetzt 2:30. Ja, 9 Stunden ungefähr. 9 Stunden sind wir gefahren. Ja,
Das haut gut hin. Um 21:32 sind wir losgefahren. Weiß noch ganz genau. Ja, also war eine wunderschöne Fahrt in den Abend hinein. Vielleicht hätte es noch etwas länger hell sein können, aber na gut, da kann Ja. man nichts dran ändern. Das ist halt immer die Zeit, die hier gerade im Simulator ist. Ja, das stimmt. Aber gut, damit Was wären wir auch ich schon am Ende. Ja, Hussein. noch sagen oder was ich noch cool finden würde, wie in X-Plane reales Wetter und reale Das wäre hinzufügen tatsächlich, das würde. wäre natürlich wirklich eine sehr, sehr schöne Idee irgendwann mal, dass man die Weil Systemzeit nehmen könnte, die man hier hat. entweder habe ich irgendwas falsch eingestellt oder bei mir regnet. Ja, du kannst aber die Regenwahrscheinlichkeit einstellen tatsächlich. Das wusste ich nicht. Dann mache ich das irgendwann mal. Da gibt es so einen Drehregler, nee, so einen Schieberegler. Ich habe den recht weit links, weil wenn du den ganz hoch stellst, dann ist es quasi nur am Regnen, meine ich. Okay. Ja, und dann fahren wir nur noch durch den Regen. Das wusste ich nicht. Ja, Aber gut. hier, vielleicht unter Gameplay kann ja sein. Dann schaue ich mir das gleich noch. Ja, nee, da kann man das aber schon seit einiger Zeit einstellen. Aber nur Regen ist ja auch ein bisschen blöd. Hier gibt's, kann man sogar Umleitungen und Schwierigkeitspartner, nee, zufällige Straßen. Das ist ja cool, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, also einige Sachen sind neu dazugekommen, aber das mit der Regenwahrscheinlichkeit, das ist tatsächlich schon wirklich lange drin. Das war ganz, ganz damals auch schon. Ach so, nee, das wusste ich nicht. Aber gut. Damit wären wir dann auch am Ende von dieser Aufnahme angekommen. Ja, Wir hat hoffen Spaß gemacht. natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns dann in einem der nächsten Videos oder in einem der nächsten Livestreams wiedersehen. Und dann hoffen Hussein und ich, dass es euch gefallen hat und sagen dann an dieser Stelle, ja, wie immer unsere Adieu. Schlussworte. Genau, adieu. Oder einfach, wie ich es immer so schön sage, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und sagen dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.